Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Um den da hinten geht es heute nur sehr am Rande, denn wie ihr seht, wird hier gerade fleißig geladen. Und zwar mit Strom von unserer Photovoltaikanlage und um die soll es heute eigentlich gehen. Wir haben unsere Photovoltaikanlage seit ziemlich genau 2 Jahren und deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, mal rückzublicken und zu schauen, hat sich das gelohnt? Was sind die Vorteile, die Nachteile? Wie sind diese 2 Jahre gewesen? Was hat es gekostet und was hat es gebracht? Wie ihr sehen könnt, ist ein wunderbarer Tag. Die Sonne steht ziemlich hoch am Himmel. Und das bedeutet, dass ich genau den Strom momentan erzeuge, den ich verbrauche, nämlich dadurch, dass ich den Tesla angehängt habe, der im Moment gerade mit 3 Kilowatt lädt, denn wir haben ihn einfach nur an den Hausstrom angehängt und noch keine Wallbox, aber dazu kommen wir später. Vielleicht erstmal ein paar Fakten zu unserer Photovoltaikanlage. Wir haben sie vor ziemlich genau 2 Jahren hier installieren lassen. Sie hat eine Maximalleistung von 4,68 Kilowatt Peak, besteht aus 18 BenQ Primo Modulen, von denen jedes 260 Watt liefert. Dann, und dafür gehen wir jetzt mal in den Keller, braucht man dieses Teil hier. Das ist ein Wechselrichter von Fronius, der Simo 5.0 3M, der bis 10 Kilowatt Peak leisten könnte. Wir könnten also die Panels auf dem Dach noch verdoppeln. Und dann braucht man dieses kleine Teilchen. Das ist der sogenannte Smart Meter. Ein bidirektionaler Zähler für Eigenverbrauch und Einspeisung, anhand dessen eben praktisch gezählt werden kann, wie viel wir gerade erzeugen, wie viel wir davon privat verbrauchen und wie viel wir davon ins Netz einspeisen. Da der Wechselrichter hier montiert werden sollte und der Abstand zum Hauptstrom nicht zu weit sein darf, mussten wir unseren kompletten Hauptstrom in den Keller runter verlegen und da waren natürlich einige Installationsarbeiten von Elektrikern nötig. Und damit kommen wir auch schon gleich zu den Kosten dieser gesamten Anlage. Dieser Kollege, der zieht übrigens ziemlich viel Strom. Das ist nämlich ein Entfeuchter, weil wir kürzlich gerade hier bei einem großen Regen leider Wasser im Keller hatten. Unsere Anlage hat inklusive Montage, Elektroinstallation, allem zusammen 8.888 Euro netto gekostet, also etwas über 10.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ansonsten kommen noch 80 Euro Versicherungen im Jahr dazu, vor allem natürlich gegen Sturm, Hagel und die Schäden, die für eine Photovoltaikanlage besonders ungünstig wären. Der Montageaufwand war bei uns relativ hoch, habe ich euch gerade gezeigt. Wir mussten also Teile der Hauptstromversorgung in den Keller verlegen, brauchten diesen Kasten neu. In dem Fall haben wir uns für eine Außenverlegung hoch aufs Dach entschieden, dass man dann das anschließen kann an die Solarpanels. Und was neben den Kosten noch vielleicht zu berücksichtigen ist, ist, dass es eine ganze Menge Bürokratie gibt. Erst hieß es, man muss ein Gewerbe anmelden. Dann haben sie gesagt, nee, um Gottes Willen. Sie haben doch schon ein Gewerbe. Stimmt, also ist das praktisch in meinem bereits bestehenden selbstständigen Gewerbe ein Teil, der extra abgerechnet wird. Dann muss man natürlich die Anlage bei den Stadtwerken anmelden. Man muss sie bei der Bundesnetzagentur registrieren. Die wollen praktisch jeden und alle wissen, die hier Strom erzeugen. Und im Marktstammdatenregister muss die Anlage auch gemeldet sein. Das sind also so ein paar bürokratische Hürden und dann eben monatlich die Umsatzsteuer Abrechnung, je nachdem, habe ich jetzt mehr eingespeist oder mehr selbst verbraucht und so weiter. Das mit der Mehrwertsteuer, das muss man monatlich machen, zumindest am Anfang. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, haben wir jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren diese Anlage und deswegen konnte ich auch durch Ablesen des Zählers eine Abrechnung, die jetzt demnächst gemacht wird, simulieren, habe relativ genaue Zahlen, was bei uns an Stromkosten angefallen ist, welchen Gesamtverbrauch wir hatten, welche Ersparnis wir durch die Photovoltaikanlage hatten in den letzten 2 Jahren. Wir haben für eine 4-köpfige Familie, beziehungsweise meine Tochter ist ja meistens gar nicht hier, einen relativ hohen Stromverbrauch. Wir hatten 2016 4.885, 2017 4.569, also so irgendwas um die 4.600 Kilowattstunden pro Jahr im Schnitt an Verbrauch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir alle zu Hause arbeiten, den ganzen Tag zu Hause sind. So sind wir da ein bisschen höher, glaube ich, als der durchschnittliche 3-Personen-Haushalt wäre. Und wir haben in beiden Jahren ziemlich genau die gleiche Menge an Strom, den wir selbst erzeugt haben, direkt verbraucht, nämlich 1600 Kilowattstunden haben wir selbst verbraucht und den Rest, also ungefähr 3000 Kilowattstunden, haben wir bezogen von den Stadtwerken. Ich musste das gerade nochmal nachrechnen, deswegen nehme ich das gerade am nächsten Tag auf. Wenn wir also diese 4600 Kilowattstunden ganz normal bezogen hätten von den Stadtwerken, hätte uns das 1.335 Euro gekostet. In Wirklichkeit haben wir nur für 870 Euro zukaufen müssen und haben durch den Verkauf unserer überschüssigen 3.900 Kilowattstunden nochmal 480 Euro
Erlös gehabt. Dazu kommt noch, dass wir die Photovoltaikanlage ja über 20 Jahre abschreiben können. Das heißt, jedes Jahr ein 1/20 des Anschaffungspreises steuerlich geltend machen können. Auf der anderen Seite müssen wir wieder Mehrwertsteuer für den Eigenverbrauch zahlen. Mal so ganz grob gesagt, sparen wir hier jährlich nochmal ungefähr 160 Euro, sodass ich auf eine gesamte Ersparnis komme von jährlich 1.100 Euro etwa. Was bedeutet das, nach 8,4 Jahren etwa diese Anlage wieder reingespielt wäre? Ist natürlich klar, je höher die Strompreise sind, umso mehr sparen wir, weil wir es nicht bezahlen müssen. Vor 3 Jahren waren es bei uns 25 Cent, vor 2 Jahren waren es 27 Cent und dieses Jahr sind es 29 Cent, die wir pro Kilowattstunde bezahlen effektiv. Insofern ist das eigentlich eine ganz ordentliche Investition, zumal es einfach auch ein tolles Gefühl ist, wenn man so auf die App schaut und dann sieht, aha, jetzt ist gerade wieder Strom, ich sitze irgendwo in Hamburg und kann schauen, wie das Wetter ist in Konstanz, das macht irgendwie Spaß. Das Problem der Sonnenenergie liegt ja darin, dass in einem normalen Haushalt steht man morgens auf, macht sich mal Kaffee, kocht was, einen Tee, vielleicht ein warmes Müsli und dann gehen alle aus dem Haus und am Abend kommen alle wieder heim, dann wird wieder gekocht, dann werden Waschmaschinen gewaschen und Trockner angeschmissen und Abend gegessen und Fernsehen geguckt und dann gehen alle ins Bett. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Peaks. Morgens und abends. Die Sonnenenergie ist genau andersrum. Die Sonnenenergie beginnt eigentlich erst so um 10, 11 rum hier wirklich Strom zu erzeugen und so um 6, 7 geht es im Sommer dann auch schon wieder runter. Ihr seht das ganz gut. Ich habe hier zwei Beispiele. Auf dem einen seht ihr so einen Tag, wo wir den ganzen Tag weg sind, wie eben beschrieben. Und auf dem anderen Bild seht ihr einen Tag, wo ich zwischendurch mal den Tesla angehängt habe, der dann mit 3 Kilowatt gesaugt hat. Und damit kommen wir zu dem Thema, wie lohnend wäre denn ein Speicher? Ich habe dazu mal hier das Jahr 2018 genommen. Da sieht man, dass wir ungefähr 5,5 Megawatt in diesem Jahr an Strom erzeugt haben und davon ungefähr eben diese 1,5, 1,6 Megawatt Eigenverbrauch hatten. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge Luft und die könnte man eben durch den Speicher auffangen. Das heißt, wir könnten zumindest in den Monaten, in denen insgesamt genügend Energie da ist, um unseren Bedarf zu decken, eigentlich auf Zukauf von den Stadtwerken verzichten. Ich habe das mal ganz grob überschlagen und bin darauf gekommen, dass wir, weil wir ja dann noch weniger Strom kaufen müssten und mehr von dem eigenen Strom verbrauchen könnten, natürlich weiter sparen würden, allerdings nur so ungefähr 300, 320 Euro zusätzlich sparen würden und ein Speicher kostet halt auch, also die Powerwall wird so zwischen 9.000 bis 13.000 Euro angegeben, je nachdem wie die Installationsbedingungen sind. Das heißt, man bräuchte 30 Jahre, um das Ding zu amortisieren. Wenn ich jetzt mit dem Tesla rechne, brauchen wir ja in Zukunft mehr Strom als bisher. Ich habe mal gerechnet, dass wir ungefähr 2,5 Megawatt zusätzlich an Strom brauchen würden, je nachdem wie wir damit fahren. Und dass wir davon ungefähr die Hälfte, das ist jetzt mal vorsichtig gerechnet, zu Hause laden würden, also ungefähr 1300 Kilowattstunden. Und damit würde unser monatlicher Verbrauch eben entsprechend steigen. Und dann würde es sich tatsächlich noch mehr lohnen, einen Speicher zu haben. Ich habe das mal wirklich nur so überschlagen. Ich kam auf eine Ersparnis von ungefähr 500 Euro, wenn wir einen Speicher hätten. Dann hätte sich es ungefähr nach 20 Jahren amortisiert. Auch das ist eine lange Zeit. Ich habe das bei meinem Tesla versus Skoda Rechnungsmodell erlebt, wie viel kluge Leute da draußen sind, die das viel genauer und viel besser können und dann genau nachweisen, wo die Fehler sind. Ich habe es deswegen auch wirklich nur Pi mal Daumen gemacht. Ich freue mich über jeden, der mir hier eine detaillierte Rechnung bringt. Ich stelle euch auch gerne meine Zahlen zur Verfügung. Hoffe, dass euch dieses Video Spaß gemacht hat. Liked, abonniert und teilt meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.